Unsere Aufzeichnung läuft. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier heute Abend bei uns im ZFN. An meiner Seite Andreas Brieschke, unser neuer Dozent. Hallo Andreas, schön, dass wir heute diesen Abend gemeinsam bestreiten dürfen zu unserer neuen Ausbildung ganzheitliche Kinderheilkunde. Und ja, wie ich im Vorfeld erfahren durfte, der Andreas ist wirklich Spezialist auf diesem Gebiet. Das heißt, nicht nur selbst Vater von Zwillingen, wie wir gerade gehört haben, die schon 16 sind, sondern befasst sich eben auch in seiner Praxis sehr viel mit Kindern und kann somit ein großes Wissen weitergeben. Genaueres erzählt er Ihnen natürlich gleich im Laufe dieses Infoabends. Mein Name ist Julia Groß, ich bin hier die Fachbereichsleiterin im ZFN für den Fachbereich Naturheilkunde und Ernährung. Ja, freue mich einfach bei diesem Thema dabei sein zu dürfen hier heute, weil es mich natürlich auch selbst persönlich sehr interessiert. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern, wie ich gerade schon erzählt habe. Die eine ist gestern 13 geworden, also das jetzt habe ich einen Teenager zu Hause, also eine ganz spannende Zeit, herausfordernd könnte man sie auch nennen. Und mir liegt diese Ausbildung auch persönlich eben sehr am Herzen, weil ich weiß, wie es ist mit kleinen Kindern. Vor allem, wenn man auch als junge Mutter in Praxen geht, zu Ärzten geht. Selbst wenn man eigentlich denkt, man ist selber ein bisschen vorgebildet und hat eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Aber wie ausgeliefert man oft als Mutter ist mit seinem kleinen Kind auf dem Arm und denkt, oh, jetzt muss ich alles perfekt machen und jetzt muss alles super laufen und der Arzt hat recht und na klar stütte ich da Antibiotika rein und in dieses wochenalte Kind und weil ich will es ja nur gut machen und natürlich alle Impfungen, alles rein. Also so saß ich da und war von schlechtem Gewissen völlig überrumpelt und weil ich immer gedacht, ich kann es gar nicht richtig machen. Und ich glaube, dass wir mit dieser Ausbildung ein Tool bekommen für Sie als Therapeuten, die Mütter und Eltern ein wenig zu entlasten, den Kindern zu helfen. Und auch falls Sie jetzt einfach teilnehmen wollen, weil Sie eben auch selbst Mutter sind oder Kinder in Ihrem Umfeld haben, um Ihnen einfach auch ein Selbstvertrauen mit auf den Weg geben zu oder können. Oder Vater. Meine ich ja. Oder Vater. Entschuldigung, ich bin hier, weil ich glaube, ich bin ein bisschen voreingenommen gerade. Ja, aber auch die Väter. Die müssen auch gut Bescheid wissen, heutzutage immer mehr, weil die werden ja immer mehr gefordert. Ja. Aber bevor ich mich jetzt verliere in meinen persönlichen Bestrebungen, diese Ausbildung anzupreisen, weil ich sie wirklich großartig finde, möchte ich Ihnen einfach nur erzählen, dass ich hier für den organisatorischen Part zuständig bin. Das heißt, ich erzähle Ihnen heute ein bisschen was zu unseren harten Fakten, das heißt die Termine, die Kosten, die Organisation. Mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun? Also, wer ist hier unser Dozent? Wer möchte uns heute was über die Kinderheilkunde erzählen? Und das ist der Andreas. Daher, Andreas, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ja, erstmal guten Abend an alle. Vielen Dank, Julia, für die freundliche Einführung und auch schon die persönliche Seite von dem Ganzen. Und ich denke, das macht die Kinderheilkunde auch aus. Das ist immer persönlich, das ist immer so ein bisschen in der Praxis dann wie irgendwie zu Hause in der Küche und es ist immer Chaos und die Kinder räumen einem das Regal aus und man kriegt sehr schnell einen Eindruck und ich mag das total gerne. Ich bin selber Heilpraktiker seit 1996. Ich bin immer wieder ganz überrascht, wie lange das schon ist. Und ich habe Julia gestern schon erzählt, vorgestern kam eine junge Frau zu mir in die Praxis, 24, und ich fragte sie dann, wie sie zu mir gekommen ist. Und da sagte sie, ich war ja schon mal vor 23 Jahren bei Ihnen. Und dann war ich so ein bisschen, dachte ich, oh, ich werde doch langsam alt. Aber alt und viele Jahre sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Ich denke, ich kann noch ganz gut erzählen. Ich bin geborener Berliner und manchmal auch ein bisschen flapsig mit meinen Sprüchen, aber ich hoffe, das werden Sie mir alle nachsehen. Arbeite in eigener Praxis mit dem Schwerpunkt Kinderheilkunde und da ist meine besondere Liebe, sind die Heilpflanzen. Das sehen Sie auch auf diesem schönen Foto. Das ist ein Heilpflanzenspaziergang, wo ein Freund von mir das aufgenommen hat. Und da streichle ich gerade das Schöllkraut. Eine ganz spannende Pflanze, wenn Kinder Warzen haben, aber da werden wir noch zu kommen.
Neben der Pflanzenheilkunde verwende ich Augendiagnose. Das ist bei Kindern ein bisschen eingeschränkt, aber auch das wird man dann mal schauen, was man damit machen kann. Naturheilverfahren, Wickel. Ich arbeite viel mit Schüstersalz, mit anthroposophischen Mitteln. Also das sind alles Sachen, da können wir auch später noch ein bisschen drüber reden, wie man denn Kinder dann behandelt. Was ich als zweites mache, sind körpertherapeutische Verfahren. Die kommen jetzt mit den Kindern nicht so sehr zum Zuge. Das ist eher dann die Schiene mit den Erwachsenen. Ich bin außerdem Imker, ganz begeistert mit meinen Bienen, Kleingärtner und habe Zwillinge, das hat Julia schon erzählt. Das war eine nicht ganz einfache Geschichte, gerade am Anfang. Die kamen auch dann ziemlich zu früh und da habe ich dann auch meine letzten Ideologien über Bord werfen dürfen, weil ich gemerkt habe, dass Schulmedizin, wenn man sie dann braucht, auch eine ganz tolle Sache ist. Und so möchte ich auch mich eigentlich hauptsächlich vorstellen als jemand, der versucht, Brücken zu bauen und nicht Gräben aufzuwerfen, der Studien liest, der sich versucht, die wissenschaftliche Seite genauso anzugucken wie die vielleicht wirklich dann naturheilkundliche Seite, wo wir einfach eine Menge zu bieten haben und der sehr selbstbewusst eine Naturheilkunde macht, aber auch mit Ärzten redet. Und ich glaube, wir müssen uns als Naturheilkundler, als Heilpraktiker wirklich überhaupt nicht verstecken, sondern wir machen was ganz Tolles und auch was einfach die Schulmedizin nicht macht. Und darum geht es gar nicht um besser oder schlechter oder richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, dass wir unsere Sache gut machen. Und ich bin auch seit über 20 Jahren Dozent. Ich habe lange am Institut für Phytotherapie in Berlin unterrichtet, bis es dann leider aufgehört hat zu existieren. Das war eine Schule mit Schwerpunkt Pflanzenheilkunde. Ich habe da Anatomie unterrichtet, Physiologie, Biochemie, Embryologie. Also ich kann auch diese ganze, sagen wir mal, wissenschaftliche Seite ganz gut bedienen, denke ich. Worauf ich besonders stolz bin, das ist im Februar im Humboldt Verlag erschienen. Ich schreibe auch sonst schon länger Fachartikel und so weiter. Und aus dem Körpertherapeutischen heraus gebe ich Trainings und Workshops zum Thema Stressvermeidung, Konzentrationsförderung. Und wenn wir also innerhalb der Ausbildung da an so einem Abend nach anderthalb Stunden merken, wir sind alle ein bisschen platt oder der Kopf ist voll, dann können wir auch mal 2 Minuten Atemübung einstreuen, um die Konzentration wieder hochzufahren. Soweit erstmal zu mir und ja, da gibt es auch keine Geheimnisse, also ich kann da gerne noch ganz viele Fragen beantworten, wenn da jemand Interesse hat. Ja, prima, also vielen Dank für deine Vorstellung. So, dann stelle ich einfach mal den Lehrgang vor, beziehungsweise die Ausbildung. Ja. Und zwar, wir haben uns überlegt, wie viel kann man in wie viele Abende reinpacken, was ist wirklich was sind die brennendsten Sachen, die jetzt erstmal am wichtigsten sind, am vorrangigsten sind zu besprechen? Und da sind wir, oder da ist der Andreas einfach ganz schnell drauf gekommen. Also unter 12 Abende schaffen wir es nicht, weil es ist wirklich ein großes Thema, ein unglaublich vielfältiges Thema. Und diese 12 Abende, 2 Stunden, kriegen wir super gefüllt. Wir starten am 20. Oktober, also in ungefähr 4 Wochen geht's los. Immer donnerstags um 18.30 Uhr. Geht bis 20.30 Uhr, aber ist es so, dass wenn natürlich noch mehr Fragen da sind oder es gibt einfach noch was zu besprechen, es geht nicht um 20.30 Uhr das Licht aus und dann ist alles vorbei, sondern der Raum ist natürlich da, das auch ein bisschen zu verlängern. Dann kommen wir mal zu den Kosten. Die Kosten, das sind 580 Euro für Teilnehmer, für ZFN-Schüler, Schülerinnen 550 Euro. Jetzt weiß ich, dass ganz viele dabei sind heute, die noch gar nicht beim ZFN waren. Das heißt, sie fragen sich wahrscheinlich, warum bin ich Teilnehmer, warum bin ich Schüler, bin ich nicht immer ein Teilnehmer? Also es ist so, wenn Sie bei uns noch nicht so viel gemacht haben, dann sind Sie erstmal ganz normaler Teilnehmer oder Teilnehmerin, zahlen den ganz normalen Preis. Wenn Sie bei uns schon mehrere Sachen gemacht haben, beziehungsweise auch natürlich größere Ausbildung, dann haben Sie den Schülerstatus und können unsere gesamten Kurse zum vergünstigten Schülerpreis buchen. Sie haben die Möglichkeit, diese Kosten dieses Kurses natürlich auch in Raten zu zahlen. Das finden Sie bei uns auf der Homepage oder Sie rufen mich einfach an oder meine Kollegen. Also wir wissen alle Bescheid. Wir, habe ich eben schon gesagt, am 20.10. geht's los. Das geht dann noch über das
Weihnachtsfest hinaus, was vielleicht ganz gut ist, dass man auch nach Weihnachten noch ein bisschen was besprechen kann, was so los war, falls sich die Kinder untereinander irgendwelche Verletzungen am Weihnachtsbaum zugefügt haben. Dann am 2.2. ist es dann, sind wir dann mit dem Kurs beendet. Und nach diesem Kurs haben Sie auch noch die Möglichkeit, sich weitere 6 Monate die Aufzeichnung anzuschauen. Das heißt, wir zeichnen wirklich jeden dieser Live-Abende auf. Am Tag drauf finden Sie die Aufzeichnung schon bei sich im Portalbereich. Da gehen Sie rein mit den gleichen Zugangsdaten, die Sie für heute Abend bekommen haben. Dort finden Sie Ihren Kurs, da finden Sie die ganzen Aufzeichnungen, die Zugänge zu den Live-Webinaren, die ganzen Unterlagen. Wir schicken Ihnen die Unterlagen natürlich auch per E-Mail zu. Das heißt, das Skript, die Skripte, die Präsentationsfolien, da ist dann auch alles für Sie hinterlegt, falls Sie Ihre, falls das mit den E-Mails für Sie vielleicht zu viel war oder durcheinander geht. Also da ist immer alles sortiert für Sie bereit. Falls Sie jetzt sagen, oh, so ganz schaffe ich das nicht mit den 6 Monaten, ist es überhaupt kein Problem. Sie können uns dann gerne nochmal anrufen und dann verlängern wir Ihnen das gern. Nach dem Seminar oder nach dem Kurs schicken wir Ihnen ein Zertifikat zu. Das bekommen Sie per Post zugeschickt, wo dann auch wirklich sehr schön draufsteht, den Titel und natürlich die Inhalte dieser Ausbildung. Eine Teilnahmebestätigung gibt es natürlich auch, die gibt es dann per E-Mail. So, hier sehen Sie nochmal alle 12 Termine auf einen Blick. Die brauchen Sie sich jetzt nicht abschreiben oder abfotografieren. Ich schicke Ihnen die Präsentation auf jeden Fall auch noch zu. Und Sie finden natürlich auch alles bei uns im Internet. Ja, das sind eigentlich schon die organisatorischen Details. Wie gesagt, im Internet können Sie auch alles buchen auf unserer Homepage. Einfach Ihre ganzen Daten eingeben und in den Warenkorb legen und buchen. Dann sehen wir das hier. Wir buchen Sie ein. Sie kriegen die Anmeldebestätigung. Die Zugangsdaten haben Sie ja schon, wenn Sie jetzt hier dabei sind. Und dann kann es am 20.10. losgehen. Jetzt wollen wir aber nochmal genau wissen, worum es hier eigentlich geht. Was haben wir in den 12 Abenden vor? Das heißt, vor allem, was hat der Andreas uns alles zu erzählen und zu berichten? Daher wäre es schön, wenn du uns das jetzt schon mal so ein bisschen erzählen würdest. Ja, klar, gerne. Ich bin ja nun schon ziemlich lange Heilpraktiker, habe mich immer mit auch Kindern beschäftigt und so richtig virulent wurde das Thema dann, als meine eigenen Kinder geboren wurden. Aber ich habe mich immer schon gefragt, ist Naturheilkunde, ist man da immer mit dem, ich sage jetzt mal so, dem polymorbiden älteren Patienten beschäftigt, also mit Menschen, die austherapiert sind von der Schulmedizin, wo man als letzte Hoffnung dann noch gefragt wird und sich oft durch einen Wust von anderen Mitteln, die Schulmedizin verordnet hat, dann irgendwie da noch versuchen muss, irgendwas zu erreichen. Und ich begreife Naturheilkunde als etwas, was wirklich eigentlich im besten Sinne Gesundheit fördert und Krankheit gar nicht erst entstehen lässt. Und da war das nur sehr logisch, wirklich am Anfang der Geschichte anzufangen, bei den Kindern. Man hat dann natürlich immer akute Zustände, das muss man mögen, das ist auch immer wieder aufregend. Und ich werde dann auch manchmal am Sonntag angerufen von irgendeiner Mutter, das haben nicht alle meine Handynummer, aber wenn jemand gerade eine Lungenentzündung hat, dann mache ich das durchaus auch. Dann ist es mir lieber, die rufen mich an. Also man hat immer so ein bisschen Action. Das finde ich immer ganz schön. Und das ist also eine der Besonderheiten in der Kinderbehandlung, dass es eben sehr oft um akute Zustände geht, was toll ist, was wir besprechen können. Und das hat doch den großen Vorteil, dass man eben wirklich sieht, wie gut unsere Mittel wirklich funktionieren. Und wir haben ja oft vielleicht so als Heilpraktiker so irgendwo im Hinterkopf den Gedanken, na ja, eigentlich ist die Schulmedizin mit ihren stark wirkenden Mitteln doch besser oder so. Und wir versuchen es jetzt mal in Bio hinzukriegen, aber das ist, wenn es dann nicht klappt und so, naja. Und wenn man aber Kinderheilkunde betreibt, dann sieht man sehr schnell, dass die Antibiotika eben auch ganz oft nicht helfen und viele Mittel, also viele Infekte sind ja sowieso viral, also da sind dann Antibiotika nicht nur fehl am Platz, sondern sogar kontraindiziert. Und man kann also in dieser Kinderbehandlung sehr viel selber lernen und erkennen, wie gut eigentlich diese Naturheilmittel funktionieren. Das ist ganz großartig.
Und wir machen also in der Ausbildung, wenn wir das also ganz gut rausarbeiten, dass wir also auch wirklich ein therapeutisches Vorgehen aufbauen, wo sie dann wissen, okay, in welchen Schritten gehe ich davor? Dazu gehört eine gute Anamnese natürlich. Es gehört eine Diagnostik dazu. Es gehört Untersuchen der Kinder dazu. Also ich jetzt so ein bisschen scherzhaft. Man kann sich also nicht hinter seinem breiten Schreibtisch verstecken, sondern man muss die Kinder anfassen, man muss in die Ohren gucken, man muss sich die Haut angucken. Und es ist wundervoll, weil man mit diesen jungen Menschen so im Kontakt ist und dann auch ganz oft, wenn dann so ein Kind kommt und einen anguckt und sagt, ich habe immer deinen Tee getrunken und jetzt muss ich gar nicht mehr husten und der hat zwar nicht so gut geschmeckt, aber ich habe ihn dann trotzdem getrunken und dann sind die alle total stolz und es gibt so, ja, dieses Selbstwirksamkeitserleben, was die Kinder dann haben, dass sie was tun können oder vielleicht gehen sie auch mal mit Mama Hagebutten sammeln oder was auch immer. Also da, das ist wirklich eine sehr, sehr beglückende Arbeit und ich freue mich sehr darauf, das wirklich weiterzugeben. Und das ist auch so ein Teil davon, also dass man eine bestimmte Haltung hat zu dem, was man da tut, zum Verhältnis zu Gesundheit und Krankheit, dass es ja auch ganz klar ist, Kinder werden nun mal krank, die müssen auch krank werden und das kann man auch den Eltern vermitteln, du hast jetzt nichts falsch gemacht, Mama, weil dein Kind schon wieder hustet, sondern das muss da irgendwas noch ausarbeiten, nachreifen, wie auch immer und wir begleiten es jetzt gut und es ist dann idealerweise nach so einem Infekt fitter als vorher. Ne, manchmal passiert dann was in der Entwicklung, die laufen auf einmal oder die sagen dann auf einmal, Mama, ich will Taschengeld oder so. Also da passieren ganz viele Dinge und man hat so diese Chance, das so von Anfang an zu sehen und das ist ganz toll. Und wenn dann jetzt wie letztens diese junge Frau mit 24 kommt und sagt, ja, und dann gucken wir in der Karte nach und sagen mal, die kommt jetzt mit Hautgeschichten, das ist total unglücklich und vor 23 Jahren hat sie auch schon mal Hautgeschichten und dann hat man auf einmal ein ganz anderes Miteinander, das ist wundervoll. Wir werden natürlich in diesem Kurs angucken, was ist jetzt wirklich auch von der Medikation, was kann man mit Kindern machen, gibt es spezielle Pflanzen für Kinder, kann man Kindern überhaupt bittere Tees geben, was machen wir mit den Schistlersalzen, mit den anthroposophischen Mitteln, was geht da alles und dass daraus also wirklich eine Logik entsteht. In meiner Praxis ist die Pflanzenheilkunde immer eine Basisbehandlung. Also ich sage ja immer im Scherz, es geht niemand ohne Tee aus der Praxis. Und das werden wir also auch lernen, wie baut man so einen Tee kindgerecht auf, wie schafft man das, dass man den Müttern nicht noch einen zusätzlichen Stress an die Backe hängt, weil sie jetzt auf einmal auch noch Tee kochen müssen. Und also das ist ja auch ganz viel Umgehen mit den Menschen, mit denen man da zu tun hat. Wir gucken auch durchaus mal an den Punkt, wo wir vielleicht an eine Grenze kommen, wo wir dann doch mal sagen müssen, so jetzt ist vielleicht an der Stelle das Antibiotikum die bessere Wahl. Das passiert mir also alle 2 Jahre einmal, also das ist jetzt nicht so oft, aber man sollte dann auch die Größe haben zu sagen, okay, hier kann ich einfach nichts mehr machen, ohne dass einem dann als Heilpraktiker irgendwie ein Zacken aus der Krone bricht. Weil dafür gibt es Schulmedizin und wie gesagt, ich habe das ja eingangs schon gesagt. Wir gucken uns also an die Themen Prävention, also was kann ich vorbeugend machen, wie kann ich die Kinder stärken, wie ist auch mit den Präventionen umzugehen, die da heißen Vitamin D, Prophylaxe, Impfung und so weiter. Ne? Ich weiß, Impfung ist immer so ein Feld, wo man sehr viel Ängste und Ideologien trifft. Gerade in jüngster Zeit ist das ja ganz schön viel geworden. Aber auch da muss man natürlich drüber sprechen. Da kommen die Leute mit Fragen, wie gehen wir damit um? Dann ist ein großes erstes Thema, ist natürlich die Frage akuter Infekt. Kind hat Ohrenschmerzen, Kind hat Husten, Kind hat Fieber, was machen wir jetzt? Und da müssen wir natürlich auch schnell was machen. Weil wenn man, da kann man nicht sagen, ja, das dauert, sondern sagen wir, okay, jetzt machst du das und das und das und es funktioniert. Und bitte heute Nachmittag oder spätestens morgens früh rufst du mich an und dann sage ich dir, was wir weitermachen und wir gucken, ob wir die Medikation verändern und so weiter. Also, dass wir da wirklich auch klare Konzepte haben, wie sind Verläufe, wie sind Sachen prognostisch einzuschätzen.
damit wir die Eltern auch wirklich begleiten und dann nicht irgendwie sagen, ja, dann kommen sie in 2 Wochen und dann hören wir, dass die nach 3 Tagen eben doch Antibiotika genommen haben und wir können dann vielleicht unser mühsam aufgebautes Immunsystem wieder von vorne anfangen. Das wollen wir nicht. Das hat mich also am Anfang auch sehr oft einfach geärgert, weswegen ich dann auch gesagt habe, nee, ich mache jetzt spezifisch wirklich was für die Kinder und begleite die. Und dann gehört eben auch eine vernünftige Nachbehandlung von Infekten dazu. Man kann ja immer sagen, gut, bei einem akuten Infekt, da kann die Schulmedizin auch ein bisschen was. Bei der Nachbehandlung hört es eigentlich schon auf. Das gucken die normalerweise gar nicht an, dass man vielleicht nach einem Infekt ein Lymphmittel gibt, damit da eben hinterher, ich sage mal so scherzhaft, ne, am Ende der Party, am nächsten Morgen muss auch jemand wieder aufräumen. Ne? Und der ganze Zellschrott, die Virusbestandteile, was da alles noch rumliegt, die Übersäuerung, der Eisenmangel. Also da sind ganz viele Sachen, die man nach einem Infekt in Ordnung bringen muss, sonst hat man 4 Wochen später den nächsten Infekt. Und das ist eben auch das Thema Rekonvaleszenz. Spannender wird es dann, wenn die Leute kommen, beziehungsweise die Kinder mit irgendwelchen subakuten oder schon chronischen Zuständen. Also sind dann so Fragen wie, oh, wir hatten schon 3-mal Mittelohrentzündung, jetzt wollen die Paukenröhrchen OP machen oder das große Thema Neurodermitis oder ähnliche Geschichten, ständig Atemwegserkrankung. Da steht die Schulmedizin dann schon meistens an und weiß irgendwie gar nicht, was sie dann machen sollen, außer sowas wie Cortison-Dauertherapie oder so. Da können wir also richtig viel tun, da wird es spannend und da gewinnen wir dann also auch einen Haufen glücklicher, treuer und immer wieder kommender Patienten, weil die einfach wissen, wow, da kann man sich wirklich helfen lassen. Das ist ganz wunderbar. Haut ist natürlich ein Riesenthema in der Kinderpraxis, immer wieder. Wird also auch einen größeren Raum einnehmen, sicher nicht nur einen Abend. Da gibt es sehr viel, was man beachten kann, auch den Zusammenhang natürlich zum Darm, zur Psyche, zum Fell, zu Stress im Umfeld und so weiter. Und noch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Konstitutionsbehandlung bei Kindern. Ich bin kein klassischer Homöopath, ich bin auch nicht als Homöopath ausgebildet. Das heißt, ich verwende zwar gelegentlich homöopathische Mittel, aber ich mache eben eine naturheilkundliche Konstitutionsbehandlung. Da nütze ich tatsächlich bei Kindern auch die Augendiagnose, um also auch mal zu schauen, ist das jetzt ein lymphatisches Auge, ist das ein neurogenes Kind, was sind da möglich? Also ich weiß nicht, wie weit Sie mit den Begrifflichkeiten jetzt was anfangen können. Die werde ich dann erläutern natürlich. Wir werden vielleicht auch mal das ein oder andere Auge angucken, dass man mal eine Idee kriegt. Man muss dafür kein Augendiagnostiker werden und nur... Das ist bei Kindern sowieso, ja, man kann ja da nur einmal ganz kurz reingucken, aber man sieht dann eben zum Beispiel, okay, ist das Auge grob strukturiert, ist es fein strukturiert, sind da auffällige Farben. Und da kann man schon ganz viele wichtige Hinweise bekommen in dieser halben Minute, wo man da mal reinguckt, die einem helfen, dann wiederum die Mittel zu differenzieren, individueller zu behandeln und eben auch eine konstitutionelle Stärkung hinzukriegen. Ich werde mich bemühen, immer wieder Fallbeispiele einzuführen. Und wenn Sie da Lust zu haben, dann kann ich gerne auch immer so eine kleine Hausaufgabe mitgeben, wo man sich nochmal mit irgendeinem Thema vielleicht ein bisschen intensiver beschäftigen kann. Und ich denke, da werden wir also eine Menge Spaß miteinander haben. Wir werden natürlich auf diesem Weg, der Goethe hat gesagt, und wenn wir dann genug geklommen, werden wir dem Ziele näher kommen. Da kommt man natürlich nie an. Das ist ja auch das Schöne in unserem Beruf. Also wenn man irgendwann denkt, man weiß alles, dann sollte man aufhören. Also ich bin immer noch jedes Mal in der Praxis immer wieder überrascht und denke immer wieder so, mein Gott, also was man noch alles lernen kann, was. Und wir müssen ja wirklich, wenn wir das ernst meinen, jeden Menschen individuell anschauen und das ist ja das Schöne auch an dem Beruf. Das heißt, ich werde mich bemühen, dass Sie ein gutes Paket haben an therapeutischen Vorgehensweisen, an eine Orientierung, auch den Umgang, wie gehe ich mit der Angst der Mutter um, wie gehe ich möglicherweise mit meiner eigenen Angst um, ne? Was mache ich denn jetzt? Ne? In der Theorie ist Fieber schön, aber wenn die Mutter anruft und sagt, mein Kind hat 40,5, was sage ich denn dann? Oder wie gehe ich damit um? Also da sind viele Sachen, wo ich hoffe, dass wir so eine solide Basis schaffen. Und ich sage immer, auf der Basis kann man dann weiter Erfahrung machen, man kann weiter lernen
Und als HeilpraktikerInnen arbeiten wir ja sowieso unter der Überschrift keinen Schaden an der Volksgesundheit anrichten. Also nicht schaden, das ist eigentlich was, was ein wichtiger Punkt ist. Ne? Aber wir nutzen auch ganz viel mit dem, was wir tun. Ich hätte noch ein paar Fragen an dich. Na los. Die mir jetzt so, während ich dir zugehört habe, gekommen sind. Wenn du jetzt von Prävention sprichst, geht das eigentlich, ab wann geht das bei dir los? Hast du da irgendwie eine Altersbegrenzung oder sagst du, okay, meine Prävention geht eigentlich schon bei den schwangeren Frauen los, dass das dann auch wirklich schon ein Kind mit einer guten Konstitution ist, was auf die Welt kommt? Also das heißt, beginnst du schon dort? Oder ist das meistens so, sprechen wir dann nachher wirklich eher darüber, Kind ist krank, ist in deiner Praxis, vielleicht ab 3 Jahre und oder hast du, wie sieht das aus? Naja, also die Begleitung der Schwangerschaft, da habe ich Gott sei Dank eine unfassbar tolle Kollegin, die Conny, die seit über 20 Jahren Hebamme ist und Heilpraktikerin, mit der ich eine ganze Weile, ich hatte das Glück, dass sie bei mir assistiert hat, was eigentlich nur bedeutet, dass wir großartig zusammengearbeitet haben, weil sie natürlich der Vollprofi ist im Umgang mit Frauen und Kindern. Und die Schwangerschaftsbegleitung lasse ich sie einfach machen. Und wenn ich da irgendwie Fragen habe, dann frage ich sie. Aber in der Regel kommen die Frauen ja mit ihrem ersten Kind, wenn das Kind schon da ist. Wenn ich Patientinnen habe, die jetzt dann schwanger werden oder vielleicht auch endlich schwanger werden, weil sie ein paar Tees getrunken haben, dann begleite ich die auch, dann frage ich manchmal Conny zurück und dann guckt man natürlich, dass die in der Schwangerschaft gut versorgt sind mit allem und da gut durchkommen, dass die Geburt gut läuft. Das ist dann schon auch natürlich Prävention für das Kind. Mhm. Und ansonsten beginnt die im Grunde ist ja jede Behandlung idealerweise eine Prävention. Ja, also Naturheilkunde bedeutet ja, ich fördere Gesundheit. Und damit arbeite ich immer präventiv. Und auch wenn ich einen akuten Infekt behandle, dann habe ich im Hintergrund immer den Präventionsgedanken, also den salutogenetischen Gedanken, der ja leider ziemlich aus der Mode geraten ist. Und das heißt, also jede Maßnahme, die ich mache, hat immer auch das Ziel, also das heißt nicht, ich bringe dann den Virus in Bio um mit Zistrose oder Thymian oder was auch immer man da nehmen kann, sondern ich mache gleichzeitig, und das ist das Schöne an den, gerade auch an der Teebehandlung, weil man die ja individuell zusammenstellt und dann kann man eben immer gleich auch stärkende Pflanzen mit reingeben und so weiter. Und natürlich ist auch eine Frage, Prävention beginnt natürlich möglicherweise auch direkt nach der Geburt, wenn die schwierig war, wenn es da, da passieren da schrecklichsten Dinge. Ne? Fängt mit Kaiserschnitt an, fängt mit Atemstillstand an, fängt alle möglichen Sachen, die passieren können. Kind kriegt Antibiotika, Mutter kriegt Antibiotika unter der Geburt. Da hängt man eigentlich sofort was zu tun. Ne? Also insofern, das geht von Anfang an los. Mhm. Ja, ich finde deinen Ansatz wirklich auch extrem gut, dann den Müttern da diese Sorgen zu nehmen und dieses Gefühl, ich habe jetzt völlig versagt, ich habe mein Kind nur per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, ich habe, weil das ist ja das, was ich einfach immer mitgekriegt habe, dieser Krieg unter den Müttern. Genau, was du auch vorhin sagtest, ich habe ja nichts falsch gemacht, wenn mein Kind mehrere Infekte hat. Aber das heißt so, oh, das Kind ist ja immer krank von der und der. Das ist aber merkwürdig. Und ich habe mich selber dabei erwischt zu sagen, ich war mit meinen Kindern nie im Krankenhaus. Muss ich wohl alles richtig gemacht haben. Also das sind so, genau diese Normalität wieder zu schaffen. Auch zu sagen, okay, wie ist der Ist-Zustand? Du kannst nicht dein Kind stillen, okay, was machen wir dann? Du kannst, es ist kein Beinbruch und es ist kein Weltuntergang. Es können trotzdem völlig gesunde Kinder sein, weil es ist so ein Dogmatismus, der hier gerade betrieben wird, der mich nämlich völlig fertig macht und völlig wütend macht. Und darum bin ich so froh, wenn wir da jemanden haben, der auch einfach mal ein bisschen Ruhe wieder da reinbringt und sagt, alles mal ein bisschen locker sehen und wir gucken uns das jetzt mal an und wir können immer auf jeden Fall irgendwas tun. Ja. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich finde es eben auch toll, dass wir das hier in dieser Ausbildung haben. Was mich auch noch dazu bringt, das Thema Allergien, weil wir haben ja jetzt eben über Haut und Neurodermitis, hast du ja schon eben gesprochen. Wie ist das Thema Allergien auch in dieser Ausbildung mit behandelt?
Ist Das das? habe ich jetzt nicht explizit erwähnt, aber das subsumiert sich natürlich unter der Behandlung von subakuten und chronischen Zuständen. Ne? Allergien haben ja immer ganz viele Komponenten, wo man auch dann schauen muss. Aber ich würde gern, bevor ich auf die Allergien eingehe, noch mal ganz kurz zu dem was sagen, was du vorher gesagt hast, weil das gerade mit dem Kaiserschnitt, das liegt mir nämlich sehr am Herzen. Und ich arbeite in der Körperarbeit sehr viel dann mit den Müttern tatsächlich, um genau diesen Kaiserschnitt zu verarbeiten. Und das ist also auch extrem wichtig, dass man da diesen Stress rausnimmt. Ich kann ein Beispiel erzählen von einer Mutter, die auch extrem besorgt um ihr Kind und sehr viel, wo man merkte, da kam das schlechte Gewissen so gleich mit in die Praxis. Und das Kind hatte Neurodermitis. Und wir haben natürlich die Neurodermitis behandelt, aber erst in dem Moment, wo die Mutter sich mit ihrem Kaiserschnitt auseinandergesetzt hat und wir das auch bearbeitet haben, wurde dann nochmal die Haut deutlich besser. Und das klingt jetzt vielleicht wie so ein esoterisches Blabla. Ich kann das nur sagen, das war einfach eine Erfahrung, weil in diesem Feld so viel die ganze Zeit drin war, ja, dass in dem Moment, wo die Mutter mal gesagt hat, ah, oh, ja, und oft sind die Kinder auch Symptomträger. Also wir werden in dieser Ausbildung pragmatische, handwerkliche Naturheilkunde machen. Aber in den Praxisbeispielen wird auch immer wieder, glaube ich, deutlich, dass wir natürlich auch dieses Feld angucken müssen, ja. Und es ist natürlich, wenn man jetzt Allergien anguckt, spielt es möglicherweise nennen wir es mal psychosomatischen Aspekt. Psychosomatisch ist ja auch so ein komischer Begriff, den irgendwann Leute erfunden haben, nachdem sie erstmal alles getrennt haben, haben sie gedacht, vielleicht müssen wir Seele und Körper doch wieder zusammenpacken. Das haben wir ja in der Naturheilkunde hoffentlich nie gemacht. Also wir gucken ja immer die Ganzheit an. Aber Allergien haben natürlich ganz viele Komponenten. Da gibt es mitunter eine genetische Komponente. Da gibt es möglicherweise eine Intoxikation. Mutter hatte den Kopf, Mund voller Amalgam. Da gibt es möglicherweise eine Dysbiose, also die Darmflora ist durcheinander. Da gibt es vielleicht einen Zinkmangel. Also man könnte sich jetzt viele Dinge auswählen. Da gibt es vielleicht einfach sehr viel Stress im Umfeld. Und so weiter und so weiter. Und ich glaube, auch da, mir geht es immer sehr darum zu tun, dass wir, wie du es auch gesagt hast, also sehr pragmatisch davor gehen, dass wir nicht ideologisch daran gehen und sagen, ja, wenn man allergisch ist, dann ist es immer der Darm. Der spielt immer eine Rolle, aber wie viel Prozent von dem Kuchen der Darm wirklich. Ja, oder Neurodermitis, naja, das sind Kinder, die haben irgendwie so ein Bindungsproblem und die Eltern streicheln die nicht genug. Das ist dann doch oft viel zu einfach gedacht und da müssen wir auch von unseren Ideologien runter. Und ich mache das ja jetzt doch schon ein Weilchen mit der Praxis und ich muss sagen, je länger ich das mache, desto demütiger werde ich und desto mehr wird mir klar, dass ich einfach auch nur mit Wasser koche. Und trotzdem ganz viel tun kann. Also ich glaube, dieses, man einerseits so ein Selbstbewusstsein hat, wer kann viel tun, aber andererseits eben auch klar ist, ja, also meistens ist die Lösung eine komplexe. Und wir gucken natürlich an, wie kann man Allergien behandeln? Ganz klar, das ist ein wichtiger Punkt. Ich mache mal eben weiter. Genau. Ja, Entschuldigung. Wir haben hier zwei Fragen drin. Einmal von Hayat. Ich bin eine Kräuterfrau und wollte fragen, kann ich auch Kinder naturheilkundlich behandeln? Nun ist die Problematik diese, dass man, wenn man keine Heilerlaubnis hat, also das heißt nicht Heilpraktikerin ist oder Ärztin, darf man nicht therapieren. Sie können natürlich beratend tätig sein und Sie können auch Dinge empfehlen, aber sie dürfen natürlich nicht wirklich therapieren. Aber beratend auf jeden Fall. Und gerade wenn Sie eh Kräuterfrau sind, dann spielt das natürlich sehr gut zusammen. Und Sie können da mit Sicherheit sehr viel draus ziehen. Gerade wenn wir sehr viel über die Phytotherapie sprechen, dann passt das sehr gut zusammen. Aber das muss ich immer als Hinweis immer noch geben. Eine richtige Therapie ist wirklich Heilpraktikern und Ärzten vorbehalten. So, kam jetzt als juristischer Einwand hier nochmal schnell rein. Die Katrin hat auch noch was gesagt. Aber Katrin, ich verstehe das nicht so ganz. Vielleicht verstehst du das, Andreas. Manchmal ist am Anfang nach der Geburt auch gleich eine Trennung von Mutter und Kind. Ja, das ist ja
muss man ja sagen, leider in der normalen, in Anführungszeichen, ich würde eher sagen, unnormalen Geburt im Krankenhaus meistens sogar die Regel, dass die Kinder erstmal, gerade wenn es irgendwas Schwieriges gab, erstmal von den Kinderärzten untersucht werden. Und klar gibt es natürlich dann Situationen, wo das Kind auch dann wirklich in der Behandlung muss und dann ist diese Trennung gegeben. Und das ist natürlich nicht schön. Und in guten Kliniken wird zum Beispiel auch bei Kaiserschnitt auf dieses, was heutzutage auf Neudeutsch Bonding heißt, geachtet. Das heißt, das Kind wird rausgeholt und der Mutter erstmal auf die Brust gelegt. Da ist schon viel passiert, ganz anders als in den 60er und 70er Jahren. Aber natürlich ist es immer auch eine Schwierigkeit, ist etwas, was man beachten muss und wo man auch beide Seiten, also sowohl das Kind als auch die Mutter, gucken muss, dass man das irgendwie unterstützt und dass man vor allen Dingen eben dieses Gefühl des Scheiterns daraus nimmt. Weil ich meine, wenn das Kind da ist, ist es da und dann ist es ja trotzdem da. Also ich meine, da kann man noch das Beste draus machen. Also das ist, glaube ich, immer wieder der entscheidende Punkt, dass man mit dem, was ist, umgeht und da das Beste draus macht. Jetzt hat Katrin schon geschrieben, genau. Ja. Sehr gut, also du hast es genau verstanden. Sehr schön. Gut, dann kannst du jetzt eigentlich gleich weitermachen und nochmal die Themen im Überblick. Ich meine, wir haben ja jetzt schon viel über hier, Kaiserschnitt haben wir ja auch gerade schon gesprochen, aber du kannst ja nochmal kurz durchgehen, ob uns da noch ein bisschen was fehlt. Ja, also ich habe das ja noch mal so grob zusammengeschrieben. Ich kann auch gleich nochmal so ein bisschen sagen, wir machen auch gleich noch ein Praxisbeispiel, dass ich mal so zeige, wie man so ein Therapiekonzept, wie man da so vorgeht. Ich habe so aus meiner Erfahrung, also ich habe ja erzählt, ich habe Zwillinge, die waren dann leider auch zu früh und leider auch ein Kaiserschnitt. Und wir hatten also das ganze Programm mit Maschinenturm und piependen Bildschirmen und was immer man da so vielleicht sich dann als Heilpraktiker nicht so vorstellt und Neonatologie und ich habe eine sehr berührende Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich begriffen, dass auf einer Frühchenstation eigentlich nur Menschen arbeiten, die da arbeiten wollen. Also ich habe ganz wunderbare Schulmediziner kennengelernt auf der Neonatologie, die mit einem unfassbar großen Herzen die Leute da begleitet haben, so wie man sich das überhaupt wünscht. Als wir dann auf der Normalkinderstation angekommen waren, da war dann wieder der übliche Krankenhausroutine-Mist, wo Menschen eigentlich nicht vorkommen, sondern das eigentlich nur ums Abarbeiten geht. Lustigerweise, nachdem dann meine Kinder da waren und wir einigermaßen wieder zu Hause und das alles so einigermaßen sich zurechtgeruckelt hatte, kamen dauernd Frühchen- und Kaiserschnittgeburten zu mir in die Praxis. Also das ist auch so ein Feld. Man zieht also natürlich auch die Dinge an, mit denen man irgendwie beschäftigt ist. Und da war das sehr schön, weil ich konnte also dann das auch nachempfinden, wie es den Leuten ging. Ja, ich habe da auch manches Mal mit einer Mutter gesessen und wir haben zusammengeheult. So passiert einem natürlich als toller Heilpraktiker nicht, aber mir ist es durchaus passiert und es war auch sehr berührend. Und dann konnten wir einfach ganz viel machen und die Frauen haben sich einfach gesehen gefühlt. Also ich glaube, da kann ich auch ein bisschen zu erzählen und da gibt es natürlich auch dann das ein oder andere Mittel, was man mal geben kann, dass man mal ein Schreckmittel gibt und dann greift man vielleicht auch mal in die Homöopathiekiste oder man guckt eben, wie kann man die Kinder dann stärken und so weiter. Elternberatung ist ein Riesenthema in der Praxis. Ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, wirklich so Grundkurse für Eltern in Naturheilkunde zu geben, zum Teil mit besagter Kollegin Conny und wir machen das dann in der Kinderarztpraxis. Also ihr seht oder Sie sehen, da ist auch mittlerweile so sehr viel miteinander und auf der Ebene der praktischen Medizin sind diese Gräben oft gar nicht da. Also da kann ich auch dann einiges zu erzählen. Und den Rest hatte ich ja im Prinzip schon gesagt, ne? Der akute Infekt, Umgang mit Entzündung. Fieber ist natürlich ein Riesenthema, wo man auch viel machen kann, viel beraten muss. Wir gehen alle gängigen akuten Erkrankungen durch, Atemwege, Lunge, Verdauung, ne, harnwege Haut, gucken, wie man Infekte nachbehandelt und so weiter. Konstitutionsbehandlung habe ich schon gesagt. Also ich denke, das sind so, das ist so der Überblick, dass man also, sagen wir mal, an 12 Abenden kann man ja jetzt auch nicht ein komplettes Medizinstudium machen, das ist ja völlig klar. Aber dass man sagt, okay, ich
komme aus dieser Ausbildung raus und mit dem Gefühl oder dem Wissen, egal was da jetzt so an gängigen Geschichten kommt, ich habe dafür ein Konzept, ich kann da nachgucken, ich habe eine Idee, was ich da tun kann, ich habe eine Idee, was ich fragen muss, ich habe eine Idee, was ich untersuchen muss, dass diese Sachen, dass man damit dann umgehen kann. Und wenn man dann jetzt, ich sage jetzt mal, den extrem seltenen Fall hat von Kind mit entzündlichem Rheuma oder mit anderen unschönen Dingen, die kommen ab und zu auch mal in die Praxis, gerade wenn man länger das macht und bekannter ist. Aber das ist dann wirklich sehr, sehr speziell, aber dass man wirklich mit den grundlegenden Sachen gut umgehen kann. Und jetzt sind wir nochmal bei den Präventionsgedanken. Wenn ich die akuten Sachen gut naturheilkundlich behandle, dann sind die Kinder hinterher gesünder als vorher. Nicht nur wieder gesund, sondern sie sind gesünder. Und ich mache eine Prävention von allen möglichen chronischen Krankheiten, die, ich sage den Eltern manchmal, wisst ihr, wir behandeln hier Sachen, die werdet ihr nie erleben. Und wenn wir die gut behandeln, dann tauchen die auch nie auf. Ja? Wenn man aber heute weiß, wie die Wahrscheinlichkeit, Asthma zu entwickeln, die Wahrscheinlichkeit, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln und so weiter, es klingt immer so, als würde ich über die Schulmedizin meckern, aber ich habe einfach diese Erfahrungen gemacht und darüber gibt es ja auch Statistiken. Also je mehr die Kinder unter die Chemiedusche kommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann mit 25, mit 30, mit 40 irgendwelche chronischen Krankheiten entwickeln. Und die Umweltbelastung, die wird ja sowieso die ganze Zeit immer schlimmer. Ja? Also wenn wir da wenigstens in der Behandlung die Sachen weglassen können, dann haben wir ja schon wahnsinnig viel gewonnen. Mhm. Ne? Okay, ihr merkt, ich kann immer so erzählen und da kommt noch ganz viel. Ja, ich kann dir auch die ganze Zeit zuhören, weil das ist wirklich unglaublich spannend. Und, ne? Und hier kommt jetzt auch die nächste Folie und da kann ich dann gleich nochmal einhaken, weil das sind ja dann auch die Dinge, wo ich schreibe, habe das ja auch geschrieben, hier ist Naturheilkunde wirklich konkurrenzlos. Also das ist unsere große Domäne, wo die Schulmedizin oder die universitäre Medizin tatsächlich, denen fällt da nichts ein. Und dann denke ich immer, Mann, du hast Medizin studiert, ja, und dann sitzt du da und kannst wahnsinnig viel diagnostizieren, aber therapeutisch hast du dann Antibiotika, Cortison, Leukotrien-Antagonisten, noch ein Schleimlöser, abschwellende Nasentropfen und dann hört es eigentlich schon auf. Also ich hatte große Streits mit meiner Frau, die dann sagte dann immer, das Kind ist total krank und er hat Husten und ist bestimmt eine Bronchitis oder eine Lungenentzündung und du immer mit deinen Kügelchen und deinen Tees und ich gehe jetzt mal zum richtigen Arzt. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das. Ich kann dir sagen, was passiert. Du sitzt 2 Stunden im Wartezimmer, der guckt 2 Minuten auf den Computer, dann hört er das Kind ab, dann sagt er dir, es hat eine rechtzeitig betonte Bronchitis. Dann schreibt er dir einen Schleimlöser auf, zur Sicherheit ein Antibiotikum und abschwellende Nasentropfen. Und weil du dann ein bisschen schief guckst und er dich als Biomama einschätzt, noch irgendwie Bronchipret, also noch ein pflanzliches Mittel. Aber geh mal ruhig hin. Und dann kam sie also 3 Stunden später wieder, guckte und ich sagte, ja und? Er ist genauso gekommen, wie du gesagt hast. Und was machen wir jetzt? Na, jetzt machen wir weiter, wie vorher. Ne? Also ich will nur sagen, es ist eine unglaubliche Medizinroutine, die da stattfindet. Und das kann man den Ärzten noch nicht verdenken. Die haben nur 5 Minuten pro Kind. Also wir sind ja auch in der glücklichen Situation, dass die Leute, die zu uns kommen, sind ja immer Privatpatienten. Ja? Die bezahlen entweder selber oder ihre Versicherung bezahlt es. Und wir können uns die Zeit nehmen. Und wir bieten wirklich was völlig anderes an. Wir stehen auch gar nicht in Konkurrenz zu den Ärzten. Ja, das müssen wir rauskriegen aus unseren Köpfen, dass wir stehen nicht in Konkurrenz mit den Ärzten. Wir machen was völlig anderes. So. Und wo wir wirklich gut sind, ja, Neurodermitis. Wenn die Kinderärztin von um die Ecke ihre Enkeltochter zu einem schickt, dann weiß man, dass man ein bisschen geadelt worden ist. Ja? Wenn sie sagt, du, ich kann da nichts machen, aber geh mal zum Brieschke. Ja, ist okay. Ja? Und dann ist man natürlich echt unter Druck, dass man das dann auch hinkriegt. Und dann haben wir eben diese ganzen subakuten chronischen Geschichten, ne?
Asthma, Harnwegsinfekte, Verdauung, Allergien. Ich weiß nicht, warum ich die Allergien immer nicht dahingeschrieben habe, aber die gehören natürlich auch dazu. Oder diese ganzen Geschichten, Kind kann nicht schlafen, Kind hat Angst, Nachtschreck, ja, und so weiter. Also da gibt es ganz viel. Und mein Bestreben ist immer wieder, dass wir nachvollziehbar vorgehen, dass wir ein klares therapeutisches Konzept haben, dass wir auch immer wieder, wenn wir auf dem Weg sind, sagen können, okay, habe ich jetzt was übersehen? Funktioniert das, was ich da mache? Muss ich das Mittel wechseln? Muss ich nochmal was anderes untersuchen? Ist es einfach nur der Faktor Zeit und ich muss mich noch gedulden? Also, dass man diese Dinge, dass man das einigermaßen so im Blick hat und sagt, okay, eine chronischer Mittelohr-Paukenerguss, der ist nicht nach 2 Wochen weg. Ne? Oder wenn, hat man Glück, aber der kann auch mal 2, 3, 4 Monate gehen. Und da muss man den Eltern auch sagen, pass mal auf, wenn du jetzt die Röhrchen-OP nicht machen willst, ich komme gleich, rede schon über Ohren, weil ich komme auf das Thema, dann müssen wir uns einfach ein Zeitfenster aufmachen. Ja? Und in der Zeit machst du dann und dann nochmal eine Diagnostik. Wenn es nicht schlimmer geworden ist, machen wir weiter. Also, dass man da auch eine Ruhe ausstrahlt und den Eltern Sicherheit gibt und sagt, ja, oder auch, dass man klar macht, du, vielleicht gibt es zwischendrin nochmal einen Infekt. Das ist auch okay. Ja? Genau. Soweit. Ah, hier genau. Kommt es nochmal. Sehr schön. Hier, genau. Na? Hier kommt nochmal das Ziel, also wo es eigentlich dahin geht. Aber da haben wir jetzt eigentlich wirklich darüber schon ja sehr viel gesprochen, auch wirklich uns als Therapeuten ein Selbstbewusstsein zu vermitteln und gucken, was wir machen können. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil du möchtest ja gerne jetzt noch über das Praxisbeispiel, die Otitis Media, sprechen. Also dann bin ich mal ganz gespannt. Soll ich mal loslegen? Leg mal los, weil jetzt, jetzt möchte ich auch gucken, was ich machen kann, wenn mal sowas bei uns auftritt. Na gut. Also, ne, ich meine, Mittelohrentzündung ist insofern leicht zu diagnostizieren, weil es tut weh. In der Regel sagen uns die Kinder ja nicht so genau, was los ist, aber bei einer Mittelohrentzündung ist das relativ klar. Und wenn man schon nicht mal mehr ins Ohr gucken kann, weil das Kind schon schreit, dann ist es eigentlich relativ klar, wenn man ins Ohr reinguckt, dann sieht man, dass einfach alles knallrot ist, das Trommelfell, und es ist also nicht so schwierig. Ne? Aber wenn wir jetzt mal die Mittelohrentzündung nur als praktisches Beispiel nehmen, wie geht man eigentlich in der Praxis vor? Und das bedeutet ja auch dann, wie baut sich so ein therapeutisches Vorgehen auf? Also wir haben ja schon vorher jetzt auf der Folie, da stand ja sinnvolles therapeutisches Vorgehen, dass man also sich wirklich überlegen kann, ne? Weil klar, ich meine, man sitzt in der Praxis, jetzt hat man das erste Mal so eine Geschichte, die Mutter ist völlig fertig, weil sie die halbe Nacht nicht geschlafen hat, weil das Kind geschrien hat, weil sie nicht wusste, was sie machen soll, weil sie sonst was gedacht hat. Der Kinderarzt sagt möglicherweise schon Antibiotika und jetzt stehst du da und bist unter Druck und es muss schnell was passieren. Und wenn man dann einfach quasi dieses Vorgehen als Schema aus dem irgendwo rausziehen kann und sagen, okay, Moment, also bevor ich jetzt auch noch in Panik gerate, mache ich mal Schritt für Schritt und dann gucke ich mal. Ja, und Schritt 1 wäre also wirklich erstmal zu gucken, wie schlimm ist es denn? Ja, also was sind die Symptome? Und das wichtigste Kriterium ist mein Lieblingszitat von Maria Montessori. Die war am Ende ihres Wirkens irgendwann mal doch ziemlich genervt. Und dann hat sie gesagt, ich habe auf das Kind gezeigt und jetzt gucken alle auf meinen Zeigefinger. Also guckt als erstes mal auf das Kind, nicht auf die Mutter. Ja, wie geht's dem Kind? Ist das Kind schwer krank? Ist es möglicherweise sogar in einem gefährlichen Zustand? Ja, wie ernst ist es? Weil daraus entsteht sofort die eine Konsequenz, nämlich wie viel Zeit habe ich denn jetzt, bis was passieren muss oder bis ich möglicherweise dann auch sagen muss, hier reichen meine Mittel nicht oder mein Zeitfenster ist nur 2 Stunden und wenn in den 2 Stunden nichts passiert, fahrt er bitte in die Notaufnahme. Ja? Und ich sage den Eltern auch immer, Leute, Kinder werden auch gerne immer am Wochenende krank.
Und fahrt lieber einmal zu viel in die Notaufnahme als einmal zu wenig. Ja? Weil es gerade mit den ganz Kleinen, da kann ja auch schnell mal was passieren. Also da muss man dann auch wirklich gucken. Ja? Also das ist der erste Schritt. Ich check erstmal die Lage. Welche Symptome hat das Kind? Wie sieht es aus? Was muss ich noch fragen? Anamnestisch, ja, brauche ich eine weitere Diagnostik? Bei einer Mittelohrentzündung interessiert mich also erstmal, wie geht es dem Kind? Sind beide Ohren betroffen? Wie doll sind die Schmerzen? Läuft möglicherweise die Suppe schon raus? Dann sind die Schmerzen sofort weg. Dann ist nämlich das Trommelfell geplatzt. Das ist eigentlich ein sehr guter Moment, ja, weil das Hauptproblem bei einer Mittelohrentzündung sind die Schmerzen. Ja, ich muss gucken, ist Fieber da? Ja, Ohrenschmerzen, heftige Ohrenschmerzen und 40 Fieber ist eine andere Situation als einfach nur heftige Ohrenschmerzen und vielleicht 38 oder so. Ja, ich muss mir die Halslymphknoten angucken. Also ich muss wirklich einmal, das geht schnell, das sind 2 Minuten, dann habe ich einen Überblick, was ist hier Sache. Ja, und gibt es irgendwas, wo ich denke, hier kriege ich Bauchschmerzen, jetzt doch bitte irgendwo nochmal genauer abklären. Wird in 99,9% der Fälle nicht der Fall sein. Ja, also wir haben in der Regel, meistens ist es auch gar nicht so hochakut, sondern die haben halt ein bisschen Ohrenschmerzen, dann kann man die noch wieder ablenken. Du kannst noch ins Ohr gucken, siehst es, ja, das ist rot, ja, die Lymphknoten sind ein bisschen geschwollen. Okay, aber es ist alles nicht dramatisch. Ja. Jetzt, der nächste Schritt ist also genau das, was ich auch gerade mache mit Ihnen oder euch, nämlich zu sagen, hey, Aufklärung, Beratung, Einschätzung der Lage, den Eltern mitteilen. So sieht's aus, nicht schlimm. Auch mal erklären, hey, eine Mittelohrentzündung ist vom Physiologischen eigentlich nichts anderes als ein Schnupfen, nur dass eben die eustachische Röhre betroffen ist. Ich male dann auch manchmal gerne mal so ein kleines Zeichen. Mal guck mal, so ist es anatomisch. Wenn das da entzündet ist und anschwillt, dann ist die zu. Und wenn man schon mal mit Schnupfen geflogen ist, dann weiß man auch, wie fies das wehtut, wenn der Druckausgleich nicht stattfindet. Das heißt also, das sieht zwar dramatisch aus, das Kind hat Schmerzen, aber was da eigentlich passiert, ist gar nicht furchtbar schlimm. Ja, es gibt natürlich Komplikationen, die erzähle ich deinen Eltern dann vielleicht nicht unbedingt, Mastoiditis oder sonst was. Das ist aber extrem, extrem selten, sodass mittlerweile auch in der Leitlinie für eine einfache Mittelohrentzündung eben drinsteht, erstmal beobachten und Schmerzmittel. Also Legeartes gibt heute keiner mehr, der die Leitlinien gelesen hat, also auf dem Stand der Wissenschaft ist, um mal unser, ne, gibt niemand mehr Antibiotika. Also ein Antibiotikum zu geben, einfach nur, weil das Ohr wehtut, ist ein Kunstfehler. Das kann man den Eltern auch so sagen, weil die sind natürlich, das Kind hat Schmerzen, die haben die halbe Nacht nicht geschlafen, die würden alles in das Kind reinschütten, oder? Damit die Situation sich verbessert. Kann man ja auch verstehen, ey, wenn dein Kind Schmerzen hat, du machst alles, du würdest töten wahrscheinlich. Ja, also da muss man also erstmal wieder sagen, ey, so, ja. Und dann ist natürlich schulmedizinisch Schmerzmittel okay, ja, hat leider die Nebenwirkung, dass es Fieber senkt. Ja, wir können also, haben ja die Wahl zwischen Paracetamol oder Ibuprofen. Müssen wir dann gucken. Wenn wir es vermeiden können, ist es besser. Und sagen wir mal, wenn das Kind 38, 5, 39 hat, ist es ja auch eigentlich eine sinnvolle Maßnahme des Körpers, weil er nämlich mit dem Fieber ja auch diesen Bereich trocknet, sprich die Schleimhäute eigentlich wieder abschwellen sollten. Was macht die Schule noch? Sie gibt also ein Schmerzmittel, wenn sie auf dem Stand ihres eigenen Systems ist, wenn sie noch ein bisschen altbackener ist, das haben wir also teilweise, nee, das sage ich jetzt nicht, also es gibt Ärzte, die dann noch dann einfach immer gleich ein Antibiotikum geben, zur Sicherheit, ne? Zur Sicherheit, weiß ich nicht, ob das, die Folgen sind dann immer so eine Sache, ne? Und dann gibt es natürlich immer abschwellende Nasentropfen. Macht auch Sinn, ne? Wenn du den Bereich hier abschwillst, dann hast du möglicherweise den Druckausgleich wieder hergestellt. Kann man sich überlegen, muss man problematisieren, was machen die abschwellenden Nasentropfen, wie wirken die, die verringern die Durchblutung der Schleimhaut. Wenn die Wirkung nachlässt, dann schwillt die Schleimhaut ab. Wenn die Wirkung nachlässt, schwillt die Schleimhaut wieder an. Unter Umständen sind eben Salzwasser-Nasensprays viel, viel besser, weil du nicht den Zufluss in die Schleimhaut verringerst, sondern den Abfluss verstärkst.
Ja, wir sind ja in der Naturheilkunde immer eher dabei, rauszuschmeißen. Ja, also nicht noch was rein, sondern alle Türen aufmachen, die Entgiftungsventile, die Nieren, den Darm, ne, das Schwitzen anregen, wenn wir das machen. Und hier wäre das also dann Salzwassernasenspray, dann fängt die Suppe an zu laufen. Ja. Im selben Sinne müssten wir also auch dann unsere Mittel wählen. Ja, aber hier, ich habe ja jetzt schon, wir sind ja gerade mitten in Schritt 2, wenn Sie auf die Folie gucken, wir haben das also jetzt alles so ein bisschen erläutert den Eltern und dann haben wir gesagt, so, und jetzt muss ja Mama auch unbedingt was tun. Das hilft ja der Mutter schon mal unheimlich. Und das, pass mal auf, du musst jetzt nicht dastehen und zugucken, wie dein Kind leidet, sondern du kannst was machen. Machst du was? Bist du dabei? Habe ich dich im Boot? Ja, Compliance? Ja, so, Julia, bist du an Bord? Ja, hast du eine Zwiebel in der Küche? Hast du bestimmt, oder? Ja, na klar, am besten so eine richtig schöne, scharfe, also nicht so eine blöde Gemüsezwiebel, der alles rausgezüchtet ist, sondern so eine, wo du, wenn du die aufschneidest, dir schon die Tränen in die Augen schießen. Ja? Weil das ist nämlich eine Zwiebel, die löst das Sekret. Und wenn du damit einen Zwiebelwickel machst, hast du sofort eine Linderung. Ja? Dann erkläre ich den Eltern, wie ein Zwiebelwickel funktioniert. Und dann haben die schon mal, ah ja, super, ja, ich kann was machen. So, das erkläre ich denen teilweise auch am Telefon. Ja, also die rufen an, sagen, oh, Kind hat Ohrenschmerzen, was soll ich machen? Ich pass auf, was ist mein Zwiebelwickel? Nachher sehen wir uns. Gucke ich mir das an. Ja? Was man den Eltern, wenn es die Situation hergibt und es jetzt nicht super dramatisch ist, auch dann schon mal erklärt ist, wie wichtig das ist, dass man das konsequent nachbehandelt. Damit eben nicht ein Erguss im Mittelohr bleibt, damit das Hören hinterher auch wieder gut ist. Dann ist nämlich die Prognose sehr, sehr gut. Ja. Und so haben wir also jetzt Folgendes erreicht. Wir haben die Lage eingeschätzt, wir haben die Diagnostik gemacht, wir haben die Eltern aufgeklärt, wir haben die Eltern mit im Boot, wir haben eine Prognose abgegeben. Wir sagen auch, pass mal auf, wir machen jetzt, du machst den Zwiebelwickel, ich sag dir ein paar Mittel und in einem halben Tag spätestens sollte das viel, viel besser sein. Und man muss auch erklären, pass mal auf, wenn das Ohr anfängt zu laufen, ja, dann ist das Trommelfell geplatzt. Dann sagen die Eltern, oh, um Gottes Willen. Ja? Ich, nee, ist genau richtig, weil dann ist der Druckausgleich da, dann hören die Schmerzen nämlich sofort auf. Ja? Und im Grunde genommen, diese berühmten Paukenröhrchen, die die Ärzte dann da so gerne reinsetzen, wenn das Mittelohr chronisch verschlabbert ist, sind ja nichts anderes als ein chronisch geplatztes Trommelfell. Nur, dass es ärztlich verursacht wird. Ja, also der Arzt macht ein Loch ins Trommelfell, setzt dann Röhrchen rein, dann kann das immer ablaufen. Welch eine Missachtung der Fähigkeit des Körpers, Sekrete zu resorbieren. Das kann der nämlich eigentlich. Ne? Und das ist auch gar nicht so eine harmlose OP. Das ist auch ganz oft eine Frage dann in der Praxis, mit der Eltern oft kommen, uns ist gesagt worden, wir sollen Röhrchen-OP machen. Kann man da was anderes machen? Ja, kann man in der Regel ja. So, jetzt haben wir aber eine akute Mittelohrentzündung, haben also das drumherum geklärt. Jetzt geht es ans Behandeln, ans therapeutische Vorgehen. Ja. Akute Situation, müssen wir was machen, was funktioniert. Da gibt es ein paar Standard-Naturheilmittel, die alle immer nehmen und die alle bekannt sind, die mitunter sogar der ein oder andere Kinderarzt kennt. Der Klassiker ist Otovoven von Weber und Weber. Das kennen vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen. Ist nicht so mein Favorite, weil ich habe da auch schon viele Sachen gesehen, wo es nicht funktioniert hat. Aber das kann man also machen. Ich nehme meistens Apis Belladonna, Cum Mercurio von der Vala. Das sind Globuli. Das ist auch leichter zu nehmen. Man kann natürlich erstmal auch sagen, gut, man gibt ein biochemisches Mittel, also ein Schüsslersalz, könnte Ferrum Phosphoricum sein oder Kaliumsulfuricum, um den Schleim zu lösen. Ich raste da jetzt so ein bisschen durch, weil das macht ja keinen Sinn mehr, weil das jetzt komplett entwickeln. Aber bei all diesen Mitteln geht es darum, die Entzündung rauszunehmen, den Schmerz zu lindern und das ins Fließen zu kriegen. Weil es muss, das ist ja immer, solange es fließt, ist alles okay. Ja, dann ist es nicht mehr dramatisch. Und dann natürlich von den Pflanzen, ne, die wichtigste haben wir schon gehört, ist die Zwiebel, die kommt dann als Wickel und die kommt eben nicht in den Tee. Und dann kann man natürlich
auch wieder Pflanzen geben, die das Fließen anregen, die antiviral sind, die antibakteriell sind, die möglicherweise auch ein bisschen Fieber senken. Fangen wir mal an, kleines Kind, ne, ganz sanft, schmeckt lecker, Lindenblüten. Ja, verstecken wir noch ein bisschen Thymian mit rein, verstecken vielleicht noch ein bisschen Efeu mit rein, das ist alles, oder ein bisschen Schlüsselblume. Das gucken wir dann, das besprechen wir dann alles genau. Und dann ist aber entscheidend, dass ich bei dem Tee schon mal weiterdenke und sage, okay, der soll schon so ein bisschen Nachbehandlung mitmachen. Also da mache ich noch ein paar Kieselsäurepflanzen mit rein, also vielleicht ein bisschen Breitwegerich und vor allen Dingen ein bisschen Schachtelhalm. Und wenn das Kind ekligen Tee gewöhnt ist, kann ich auch ein bisschen Island vielleicht da reinmachen, das muss man also gucken. Entscheidend ist aber, dass... Was? Geht auch ein bisschen Honig mit rein oder ist das immer blöd? Ja, in dem Fall kann man das auch machen. Ne? Dann kommt immer die Frage nach dem Honig, aber das Kind ist doch noch nicht ein Jahr alt und es ist ganz gefährlich. Das steht überall, das geht auf Fälle zurück von Importhonig, wenn der Honig also ewig in der Sonne steht, irgendwo in Südamerika. Dann können sich tatsächlich Botulismus-Toxine da anreichern. Das ist also für Säuglinge nicht so schön. Es gibt keinen einzigen Fall mit deutschem Honig, wo das jemals irgendwelche Probleme gegeben hätte. Trotzdem wird man den Eltern mit einem Säugling natürlich dann nicht unbedingt Honig empfehlen. Aber wenn das Kind 2 Jahre alt ist, und da jetzt kommt der Imker, ne? Also bitte den Honig vom Imker um die Ecke und dem Imker des Vertrauens und nicht irgend so ein EU, Nicht-EU-Gepansche aus dem Supermarkt. So. Also das kann man machen, aber bittere Tees werden durch Honig nicht erträglicher, sondern eher schlimmer. Also bitter und süß geht nicht gut zusammen. Dann schon bitter, besser bitter und Zitronensaft. Aber das sind alles Fragen, die klären wir dann im Einzelnen in der Ausbildung. Wichtig ist in dem Fall, bei akuten Situationen gibt man die Mittel oft. Also 3-mal am Tag bringt überhaupt nichts. Das Apis Belladonna geben wir dann alle Viertelstunde. Ja? Und ich sage den Eltern auch, pass auf, bam, 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 bam. Ja? Und wenn du das 5-6 Mal gegeben hast, dann sollte sich schon was verändern. Dann reden wir von 1,5 Stunden. Ja? Und dann kannst du es seltener geben. Aber am Anfang machen wir das hochintensiv, damit wir wirklich einen Effekt erzielen. Weil nochmal, wir sind in einer akuten Situation, wir haben nicht viel Zeit, die Antibiotikadusche droht, wir wollen sehr schnell was erreichen und in der Regel funktioniert es total gut. Und ich habe auch gleichzeitig den Trick, dass ich nämlich dem elterlichen Aktionismus was in die Hand gebe. Die können was machen, da sind die froh. Dann entspannt sich die Situation sofort. Alleine, weil die Eltern aus der Hilflosigkeit rauskommen. Ja? Also da ist schon ganz schön viel passiert. Jetzt haben wir also die akute Situation hoffentlich im Griff. Jetzt Schritt 2 oder Punkt 2 unter Schritt 3 ist dann eben Komorbiditäten angucken, Polypenverdauung, Antibiotika-Nachbehandlung. Das Kind war jetzt die dritte Mittelohrentzündung, hat 2-mal Antibiotika gekriegt. Das müssen wir uns dann angucken. Dann kommt die Nachbehandlung, Ausleitung von Toxinen, Eisen wieder aufbauen, also die Infektanämie behandeln, Immunsystem insgesamt nochmal angucken. Kopfhöhlen anschauen, ja, und ein bisschen Konstitutionsbehandlung. Wie schaffen wir es, dass da eben jetzt keine Paukenröhrchen reinkommen? Dann kommt aber die Frage, ja, aber die Sprachentwicklung und so, wann ist das relevant? Manchmal sind Paukenröhrchen total gut, aber in den allerseltensten Fällen. Ne? Und das war's. Dann hat man also einmal so ein, vielleicht haben Sie jetzt eine Idee, wie baut sich so ein Konzept auf, dass man dann sagt, ach so, ja gut. Dann muss man natürlich noch die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Und je öfter man die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert, desto entspannter ist man auch, desto sicherer ist man in dem Vorgehen und dann funktioniert es immer besser. Weil je mehr, wir wissen das ja auch mittlerweile, ist ja in der Diskussion gerade immer der Placebo-Effekt. Ja? Und der Placebo-Effekt wird so negativ konnotiert, als wäre das so ein Betrug oder so. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Da gibt es mittlerweile eine riesen Forschungsrichtung, die Placebo untersucht. Und Placebo ist ja nichts anderes als das Vertrauen des Arztes in die Medikamente, sprich die Erfahrung des Arztes, dass es funktioniert, und das Vertrauen der Patienten in den Arzt. Also wenn die Eltern das Gefühl haben, der weiß, was er tut,
und der sitzt da relativ entspannt in unserer Panik, dann entspannen die sich und dann passiert, also das sind alles Ebenen, die passieren auf, das sind Wirkungen, die auf einer nicht pharmakologischen Ebene stattfinden, die kann man aber nutzen kann. Ne? Ich verrate jetzt hier diese großen Geheimnisse. Das heißt nicht, dass unsere Mittel nicht wirken. Ja, also auch ohne diesen Effekt wirkt das Ganze und auch ohne diesen Effekt ist Thymian antiviral und da gibt es auch Studien und alles drüber. Also nochmals, es gibt keinen Widerspruch zwischen diesen allen ganzen Seiten, sondern die gehören zusammengerührt. Oh. So. Ich habe jetzt gerade schon mal vorgeklickt und war ganz erstaunt, dass wir schon am Ende sind. Tatsächlich. Ja. Möchtest du noch etwas dazu sagen oder sonst würde ich noch ein bisschen was erzählen? Also ich wollte ja noch zu Erna Maria kurz sagen, also Honig, der auf die Nieren geht, da die Sorge würde ich mir nicht machen. Ja, das gilt natürlich auch, Honig ist zu gut 80% Zucker und Zucker ist natürlich für alle Kapillaren tendenziell problematisch, aber die Sorge würde ich mir nicht machen. Ich würde die Kinder natürlich weder mit, also sowieso nicht mit Weißzucker vollhauen, aber natürlich auch nicht mit Honig. Aber mal ein bisschen Honig, das wird den Nieren sicher nichts schaden. Und in dem guten Imkerhonig vom Imker um die Ecke sind natürlich auch noch ganz viele andere ganz tolle Substanzen drin, die einen hohen Gesundheitswert haben. Können wir ja gleich nochmal ein Seminar zum Thema Honig machen. Meine Mutter ist nämlich auch Imkerin. Da kriege ich auch mal ganz tollen Heidehonig aus Super. Der Lüneburger Heide. Wow, okay. Sehr schön. Ja, und da könnte man auch ganz viel über Propolis erzählen und solche Sachen. Also da gibt es spannende, spannende Dinge. Ja. Und es muss kein Manuka-Honig sein. Nee, das habe ich nur mal gehört, das kenne ich gar nicht. Ja, so, aber jetzt nochmal zurück zu unserer Kinderheilkunde-Ausbildung. Also vielen, vielen Dank, Andreas. Ich habe schon richtig Lust gekriegt, mir jetzt die Ausbildung auch anzuhören. Wie gesagt, das ist bei uns ja das erste Mal, dass die stattfindet, ab dem 20. Oktober. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie alle dabei sind. Diese Ausbildung ist ja jetzt nicht eine Ausbildung, die hier ganz allein bei uns im ZFN im freien Raum steht, sondern gibt es natürlich ganz viele Kombinationsmöglichkeiten. Viele von Ihnen, die vielleicht schon die Phytotherapie-Ausbildung gemacht haben, die profitieren natürlich davon oder andersherum, die jetzt sagen, okay, ich möchte noch viel mehr über die Pflanzen wissen, die jetzt hier der Andreas vorstellt, die können dann natürlich in unsere Phytotherapie-Ausbildung gehen. Wir haben natürlich auch eine Homöopathie-Ausbildung, wenn wir darüber sprechen. Kurse zu Ja, ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen. Ja, gerne. Weil die Iris hat nämlich eine sehr relevante Frage gestellt und ich glaube, ja, das ist bei meiner Vorstellung und bei meiner Liebe für die Pflanzen ein bisschen untergegangen. Also Iris und alle anderen, du schreibst hier, ich bin ein großer Fan der Homöopathie, wird darauf auch eingegangen oder vorwiegend Pflanzen und Tees. Wir arbeiten ich arbeite ganz viel auch mit Schüsslersalzen, mit homöopathischen Einzelmitteln, mit homöopathischen Komplexmitteln und mit anthroposophischen Mitteln. Ich mache nur keine klassische Homöopathie. Ja, also klassische Homöopathie müsstet ihr dann woanders lernen. Das ist wundervoll, aber das ist nicht mein Thema. Aber natürlich, ich arbeite ganz viel, vor allen Dingen mit Tiefpotenzen, also im Bereich D2 bis D6 und manchmal auch eine D12. In seltenen Fällen gebe ich auch mal eine C30, aber das sind eher dann aus allgemeinen Überlegungen. Ich mache da also keine klassische homöopathische Repertorisation oder so. Aber es kommen auch ganz viele solcher Mittel, weil ihr habt es auch gerade bei der Ohrengeschichte gehört, also akut ist es mit dem Tee manchmal gar nicht so leicht. Ja, da ist dann so ein wohlgewähltes Mittel sehr oft gegeben. Erstmal das, was einen da rausholt aus der Situation. Und der Tee ist immer so der Teppich, auf dem das Ganze dann so lang läuft. Ja, das wäre mir nochmal wichtig, dass das also auch klar ist. Das ist jetzt keine reine Pflanzenheilkunde-Ausbildung, sondern es ist wirklich eine pragmatische Kinder-Naturheilkunde mit allem, was da möglich ist, von Wickel über Pflanzen, über homöopathische Mittel, über anthroposophische Mittel und so weiter. Ich liebe die anthroposophischen Mittel deshalb so, weil die haben eine große Lobby. Die haben wir auch in 30 Jahren noch. Mhm. Und das ist, weil viele Naturheilmittel sind ja leider schon verschwunden. Und da kann man sich also einigermaßen drauf verlassen.
Entschuldige, Julia, aber das musste ich noch kurz. Das ist sehr gut, weil das ist sehr schön, weil das ist ja genau das, worüber wir eben auch sprachen. Das heißt, wir haben nicht nur die Pflanzen, sondern wir sprechen hier eben auch Schüsslersalze an. Das heißt, wir haben das in einem Verbund. Wenn Sie immer noch mehr darüber erfahren wollen, können Sie das natürlich alles bei uns machen. Wir haben hier keine einzelnen Kurse, wo es denn nichts mehr gibt, sondern es ist alles aufbaubar und lernbar. Und daher, das wollte ich jetzt auch noch mal sagen, aber ich glaube, dann sind wir auch schon hier am Ende angekommen. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite, sei es zur Organisation oder zu den Inhalten? Dann sind wir natürlich sehr gerne noch für Sie da. Wir haben den Infoabend dann auch bei uns auf der Homepage stehen ab nächster Woche. Da können Sie sich den natürlich auch gerne noch mal angucken oder auch Freunden und Bekannten sagen, oh hier, ich habe was Tolles gesehen beim ZFN, schau mal hier auf die Homepage. Da sehen Sie uns dann natürlich auch, genauso wie unserem YouTube-Kanal. Den haben wir jetzt nämlich auch und Facebook. Iris, wenn es um die Homöopathie geht, gerade bei Kleinkindern, bei Säuglingen, bei Schwangeren, also wenn das wirklich in die Tiefe gehen soll, da gibt es einen Kurs bei uns, das ist Homöopathie bei Säuglingen und Kleinkindern. Also da wird das nochmal ganz, ganz intensiv, wo es nur um die Homöopathie geht. Also falls das für Sie auch sehr interessant ist. Dann war ja noch die Frage, ich bin immer unsicherer bei Schwangeren, was geht, was nicht. Wird kurz darauf eingegangen, kurz ja. Aber ich, vielleicht schaffe ich es ja, Julia zu überreden, dass sie noch einen kurzen Kurs mit Conny macht, Gerne. Wo sie einfach diese Schwangerschaftsbegleitung. Ich, Conny weiß noch nichts von ihrem Glück und die wird mir wahrscheinlich in den Arsch treten, aber das könnte vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema sein. Ich finde, das ist ein äußerst spannendes Thema, weil, wie ich ja, sonst komme ich hier wieder in meine Rage, wie man eigentlich mit den Schwangeren nachher auch sogar im Nachhinein umgeht, was man alles sagt, was man falsch gemacht hat. Oh nein, sie war schwanger und hat zu viel Süßigkeiten gegessen. Sie hat dies gemacht, sie hat das nicht gemacht. Also daher ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man da auch eine Begleitung hätte. Ja. Ja, also daher sehr gerne, bin ich bereit. Und wie ist das eigentlich bei dir, wenn wir jetzt sagen, so nach den 12 Abenden, das reicht aber noch bei weitem nicht, da hätten wir noch ein bisschen Bedarf. Da geht es wahrscheinlich noch weiter, oder? Ja, ich glaube, wenn eins an diesem Abend deutlich geworden ist, dass ich einfach immer weiterreden kann. Also ich habe da kein Problem. Kann man da gerne noch einen Aufbaukurs. Aufbaukurs machen oder irgendwas. Aber erstmal geht es mir wirklich darum, dass man eine gute Basis hat, wo man sagt, ja, okay, ich kriege jetzt nicht gleich irgendwie Muffensausen, wenn da irgendwie ein kleines Kind in die Praxis kommt. Sondern ich habe eine Idee, was ich tun kann. Ich habe eine Idee, wie ich vorgehen kann und da sind vernünftige Überlegungen und das Schöne ist ja immer, wenn ich ein therapeutisches Vorgehen habe, also eine Idee, eine Richtlinie, dann kann ich ja auf dieser Basis immer selber weiter lernen durch die Erfahrung. Ja? Wenn ich jetzt nur höre, Mittelohrentzündung, Otovoven, dann gebe ich das klappt nicht und dann stehe ich nackt da. Wenn ich aber dieses Vorgehen für mich klar habe, dann ist es doch völlig wurscht, aber dann ist das Mittel wirklich erstmal nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass ich auch eine komplexe Antwort finde, die mehrere Maßnahmen beinhaltet und die Summe der Maßnahmen dann hoffentlich das Geschehen völlig in Ordnung bringt, aber jede einzelne Maßnahme zumindest schon mal ein bisschen Besserung schafft. Ja. Und wir dürfen ja das wichtigste Mittel nicht vergessen, das ist ja Selbstheilung. Also die Kinder sind ja so unfassbar, wenn man sich mal klar macht, vielleicht noch ein letztes Loblied auf die Kinder, wenn man sich mal klar macht, was dieser kindliche Organismus in einem Jahr hinkriegt. Ich glaube, der vervier- oder verfünffacht sein Gewicht, der lernt laufen, der lernt sprechen, der baut seine, reift seine Nieren, seine Leber aus, der baut sein Immunsystem auf, der wow! Und wir denken immer, oh, die sind so zart und die armen und die zerbrechen gleich. Stimmt ja, die brauchen unseren Schutz, aber von ihrer biologischen Kraft sind es unfassbar. Haben die so eine Kraft und es ist toll. Ne? Ja, da können wir auch ein bisschen mit rechnen, dass das auch dabei ist. Das ist passiert, da ist ja mein Sohn immer so sauer. Der hat dann immer irgendwas und ist ein kleiner Hypochonder und dann sage ich immer, schlaf drüber
Und morgen ist es schon gleich viel besser. Dann wird er so wütend mittlerweile schon. Aber es stimmt, am nächsten Tag ist meistens alles vorbei. Keine Kopfschmerzen, keine Zahnschmerzen, was weiß ich. Also daher, über Nacht passiert auch schon immer viel bei den Kindern, stelle ich immer fest. Schlafen ist. Aber du dürftest ihm trotzdem was vorlesen, finde ich. Also mittlerweile sollte er das mal selber machen. Ich muss ihm immer die ganze Zeit Geschichten erzählen mit seinen Kuscheltieren. Aber wenn er dann doch ein bisschen Bauchweh hat. Ja, da muss ich immer massieren. Ich bin dann immer die Massagemutter. Also das geht auch. Auch gut. Ja, so. Also in diesem Sinne, Schlafen, wo wir gerade über das Schlafen gesprochen haben. Na gut, ein bisschen hin haben wir noch. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bin natürlich noch für Sie da, wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Nochmal ganz wichtig zu sagen, wir zeichnen die Abende auf. Wenn Sie jetzt donnerstags keine Zeit haben oder mal keine Zeit haben, das ist überhaupt kein Problem. Sie können mir auch, wenn Sie die Aufzeichnung angeschaut haben, Ihre Fragen per E-Mail schicken. Ich leite sie an Andreas weiter und er beantwortet sie einfach im nächsten Webinar. Insofern geht auch nichts verloren und daher ist es kein Grund, wenn man jetzt donnerstagsabend was vorhat, nicht an diesem tollen Kurs teilzunehmen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Habe mich sehr gefreut, dass Sie sich hier so rege beteiligt haben. Habe mich sehr gefreut, dass Andreas aus der Hauptstadt hier bei uns war, online in München. Ja. Tja, wärst du hier, könnten wir jetzt hier noch schön auf die Wiesen gehen. Machen wir nicht. Stimmt, bei euch ist ja gerade Wiesen, ist ja toll. Bei uns ist Oktoberfest, mal gucken, ob ich heil nach Hause komme hier. So, dann darfst du auch noch mal abschließende Worte sagen. Ja, ich freue mich einfach sehr auf den Kurs. Ich denke, es ist rübergekommen, dass ich was zu erzählen habe und freue mich über alle, die mitmachen. Und ich möchte auch noch mal wirklich einladen, Fragen zu stellen und sich zu beteiligen. Und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten und meistens schaffe ich es hoffentlich, keine dummen Antworten zu geben. Und ja, also ich freue mich über jeden und jede, die da mitmacht und denke, wir werden einen richtig tollen Kurs haben. Davon gehen wir aus. Ich bin mir sehr sicher. Also, dann eine schöne Zeit und wir sehen uns hoffentlich am 20.10.